Die Stadt Nürnberg bekommt jetzt eine Bratwurstgasse. Anlass dafür ist das Nürnberger Bratwurstmuseum, das im November am westlichen Ende des Trödelmarkts eröffnen wird. Auf rund 100 Quadratmetern soll dort über die fränkische Wurstspezialität informiert werden. Passend dazu soll der Weg nördlich des neuen Museums bis zum Henkersteg in Bratwurstgasse umbenannt werden. Ansässige brauchen aber keine Angst haben, dass sich der Straßenname ändert. Das einzige Grundstück in der Gasse sei das Museum selbst.